Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Planet Coaster. Ich heiße euch herzlich willkommen hier in unserem neuen Park. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mich rangemacht und weiter an der Main Street getüftelt. Und diese Folge ist doch sehr schnell vorgespült, weil ich echt lange irgendwie gebraucht habe. A, für die Ideen. Ja, ich habe davor auch schon mal kurz aufgenommen und schon mal probiert. Das wurde aber nichts, das heißt, ich habe ja schon relativ lange jetzt gebraucht für diese Folge. Aber ich hoffe, euch gefällt. Und ja, es geht erstmal weiter mit einem kleinen Seitengebäude, wo ein paar Shops drin sind. Das wollte ich, ja, keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall nicht dieses blaue Dach, was da drunter ist, haben. Deswegen habe ich da diese Anhängsel dran geklatscht. Sieht eigentlich ganz cool aus, wie ich finde. Dann auch einen schönen Palisadenzaun. Ja, ein Palisadenzaun ist nicht der. Das Holzbrilli, was laberst du? Aber ein bisschen Licht muss natürlich sein. Und da weiß ich noch nicht, ob das so bleibt. Das ist vielleicht ein bisschen viel Licht. Aber ich habe es erstmal so gelassen. So, dann kam hier mal eine Stütze. Ich wurde auch übrigens gefragt in den Kommentaren, ob ich mal erklären kann, wie das mit den Modulen ist. Ich muss mal gucken, wie und ob ich das genau einbauen kann. Aber ihr seht es ja eigentlich hier. Also, das ist jetzt noch im Modul des Gebäudes. Ne? Also, wenn man eine Wand setzt zum Beispiel, dann ist dieses Raster, kommt dann zum Vorschein. Das ist dann innerhalb, was man in diesem Raster baut, während man es angeklickt hat, ist dann quasi ein Modul. Alles, was da drin ist, kann man selektieren und dann eben kopieren, drehen oder was auch immer man damit machen möchte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel aus Versehen Escape drückt zweimal, jetzt in dem Falle, jetzt, dann wäre das Fenster erst weg beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal würde man die Auswahl verlassen, quasi das Modul. Wenn man dann was baut, was man kopieren möchte, dann kann man das halt schwierig in das davorherige Modul reinkopieren. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mit einem Video erkläre, aber das ergibt sich eigentlich von selbst, wenn man dann spielt. Da muss man dann sich kurz reinfuchsen, aber dann geht das auch. Naja, jetzt seht ihr, wie ich hier noch die Shops ein bisschen verkleide. Ihr habt gesehen, was ich mit den Stützen gemacht habe. Die habe ich vorher, das habe ich mir übrigens bei Silver Red quasi abgeguckt. Der macht auch immer so eigene Stützen. Da wollte ich auch mal eine eigene Stütze entwerfen. Das ist jetzt mein erstes Modell. Mal schauen. Und die Fenster habe ich mit diesen komischen Fensterbögen dann noch ein bisschen verziert. Dann oben wollte ich noch so eine Art Muster haben. Das seht ihr jetzt. Da musste ich ein paar Mal wegmachen wieder und neu hinmachen, weil das halt nicht gepasst hat. Jetzt passt es erst. Und jetzt konnte ich es dann kopieren. Das war halt eine Kopie. Sehr schön. Dann kommen hier noch ein paar Balkonagen hin, Türen natürlich. Da habe ich dahinter die Tür noch diese Fenster gemacht, damit die noch so einen weißen Rand kriegt. Dann wollte ich, ja, noch so eine, hier, das sind glaube ich eigentlich Dachrinnen, glaube ich, die ich dahin gemacht habe. Natürlich hier noch so ein bisschen Überdachung für die Leute am Shop. Na, da gibt es leider noch nicht so schöne Markisen, da musste ich die nehmen. Aber gut, die sind jetzt auch nicht so hässlich. Da wollte ich erst ein Fenster hinmachen, sah dann aber auch irgendwie blöd aus. Ich bin so ein Symmetrie-Fanatiker. Muss man sehen, also. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Natürlich noch ein paar Blümchen. Und das erste Mal in unserem Park habe ich die Lampignons hingemacht. Ist es gut oder was? So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Restaurant, was ich in die Main Street machen wollte. Und das habe ich mir auch teilweise bei Silver Red abgeguckt. Denn der hatte da auch mal ein Restaurant und das fand ich eigentlich ganz cool. Da habe ich mir gedacht, das passt auch eigentlich in die Main Street so ähnlich. Also es ist nicht genauso, aber es ist sehr ähnlich. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei ihm und ich bin lange nicht so gut wie er. Das heißt, ich brauchte auch einige Zeit, um das jetzt hier zu machen. Ich hoffe, euch gefällt es. Werden wir gleich sehen. Also es war einiges an Arbeit hier, das Ding. Da hatte ich echt dann auch irgendwann Handkrämpfe. Müsst ihr gleich sehen beim Dach. Boah, das war nervig. Das werdet ihr aber gleich sehen. Eieieiei, da war das hier noch Eierschaukeln gegen. Ihr seht, da muss man halt, wie gesagt, man muss immer gucken, wie kann man irgendwas verwenden? Wie sieht etwas im Teil aus? Zum Beispiel jetzt dieser Schornstein da, der hat ja vorne diesen Knörkel, den habe ich ja vorne schon mal benutzt. Also man kann ja alle Sachen benutzen, man kann sie drehen, wie man will. Und deswegen kann man halt ganz viele Sachen machen. So, jetzt wollte ich hier eine Stufe machen vorne. Dafür muss man aber dann gucken, dass man genau das Raster trifft. Das ist mir erst nicht klar gewesen. Jetzt habe ich es erst gemacht. Dann habe ich dieses blaue Ding runtergesetzt. Dann kann ich nämlich erst das Dach auch auf die Höhe setzen. Sonst kann man das nur auf eine vorgefertigte Höhe setzen. Und deswegen, jetzt ist da so eine kleine Stufe. Man sieht es fast gar nicht, aber es macht trotzdem was aus. Das sind halt diese kleinen Spielereien, die man bei Planet Coaster eben machen kann. Und damit muss man sich dann befassen, wenn man wirklich quasi kreativ unterwegs sein möchte. Man kann natürlich auch sagen,
ich will eigentlich nur, bin nur auf Karussells aus und Achterbahn fahren und Wirtschaft, dann braucht man natürlich nichts Kreatives machen. Aber ihr kennt mich, ich bin da dann eher der, der so ein bisschen, vielleicht sogar schon zu kreativ ist und zu lange an irgendwelchen Sachen tüftelt und feilt. Das frisst echt Zeit ohne Ende. Und ja, jetzt sehen wir hier, wie ich es weitermache. Hier so ein bisschen verzieren, das Ganze. Muss ja auch mal sein. Und ja, da ist dann so quasi so ein kleines, ja, wie nennt man denn das? Ein Vorsprung, der halt mit Säulen abgestützt ist. Also finde ich eigentlich ganz schön. Und ja, jetzt geht's weiter hier mit dem Dach. Und da seht ihr jetzt, dass da die Probleme waren, wo ich eben sagte, da ist meine Hand irgendwann ist da kaputt gegangen. Habe ich nämlich die Dinger hier aufgestapelt. Das habe ich, wie gesagt, bei Silver Red gesehen, dass das eigentlich ganz cool aussieht. Das sind Schilder eigentlich, die man halt so aufeinander stapelt. Und die haben halt eine rote Kante. Und ein rotes Dach gibt's natürlich. Und dann kann man da draußen natürlich ein Dach bauen, wenn man da Bock drauf hat. Das habe ich hier gemacht, aber das war noch nicht das Schlimme. Das Schlimme sind gleich die Ecken. Die habe ich anders gemacht als dieser Silver-Typ. Denn der hatte da einfach was hingeklatscht. Das fand ich aber nicht so schön. Ich habe da wieder auch dieses Dach haben. Und zwar in beide Richtungen verschoben. Und ihr seht, jedes Mal diesen Pfeil da immer klicken und ziehen und geklickt halten. Alter, ich habe, ohne Witz, ich glaube, ich habe fast eine Sehenscheinentzündung gekriegt hier. Also es ist nicht so einfach. Und ihr seht, dass es natürlich auch nicht genau ist. Ich hatte dann mal geguckt, ob ich das einfach kopieren kann und da hinsetzen kann. Dann ist aber da eine Kante drin. Und die kann ich nur minimieren, indem ich das halt doch nochmal manuell dann mache. Ja, da war ich dann auch ein bisschen genervt. Denn wie gesagt, also das ist schon eine Sache für sich, der ganze Mist. Aber letztendlich sieht es dann natürlich auch ganz gut aus. Und ja, also das war schon, das Dach hier machen, das ist schon Arbeit gewesen. Das kann ich euch sagen. Aber ich finde es echt cool, wie man die Leute irgendwas machen und das andere Leute dann auch irgendwann mal übernehmen. Und das finde ich halt das Schöne bei Planet Coaster, dass es so unendlich viele Möglichkeiten mit diesen paar Items schon gibt. Das ist unfassbar. Ey, ich weiß gar nicht, was werden soll, wenn das Spiel fertig ist und dann noch Mods rauskommen. Ganz ehrlich, ey, dann, ich weiß nicht. Was macht man dann? Dann kannst du alles machen. Alles. Alles! So, ja, dann hier derselbe Spaß natürlich auf der anderen Seite. Das Dach muss natürlich gemacht werden. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt hast du das Dach endlich fertig. Das war richtig viel Arbeit. Das ist noch gar nicht ganz fertig. Ist ja bis jetzt alles nur Fassade irgendwie. Nach hinten muss ja auch noch ein bisschen was kommen. Soll ja auch möglichst realistisch sein und nicht nur eine Fassade sein. Natürlich werde ich die Gebäude jetzt zum Beispiel, das Hotel vorne oder so, werde ich jetzt nicht innen ausbauen, das könnt ihr vergessen. Das nicht, aber das soll natürlich nach außen perfekt aussehen. Ja, und dann kam aber gleich schon der nächste Nervpart. Denn ich wollte vorne, das seht ihr gleich, wollte ich hier so Tische machen, an denen so ein paar Stühle auch sind. Und jetzt seht ihr gerade hier, wie ich die Fenster mache, Module kopiere. Ich weiß gar nicht, warum ich die Fenster nicht mit kopieren konnte. Ich glaube, die hat er nicht ausgewählt. Deswegen muss ich die nochmal manuell dann wieder setzen. Und ja, das sind die Fenster. So, dann habe ich gedacht, welche Tür, dann nehmen wir die. Und dann ging es, glaube ich, gleich los mit diesen Tischen und Stühlen. Und diese Stühle, ey, ganz ehrlich. Da muss man mal gucken, wie baut man Stühle aus den Sets, die man hat. Tisch ist ganz einfach, das Ding. Das sieht ja einigermaßen aus wie ein Tisch. Aber Stühle gibt's nicht. Da habe ich gedacht, Fässer, nein. Säulen, nein. Diese Balken, nein. Das ist alles blöd. Dieser kleine Balken ist zu schmal. Dann nehmen wir den kleinen Balken als Fuß und machen da dieses komische Ding drauf. Boah, und das musst du halt jetzt... Ich wollte an jedem Tisch mindestens 4 Stühle haben. Ja. Da musst du das hier mal schön 20 Mal machen. Das macht halt keinen Spaß. Ne? Das ist richtig nervig, weil du dich da immer wieder die Kamera ausrichten musst, die halt auch wirklich schlechter ist als in der Alpha 1 Version, die Kameraführung. Ich hoffe, das werden die bald fixen. Und dann musst du echt die ganze Zeit da rumhantieren und das ausrichten, sodass es einigermaßen passt. Halt auf diesen Nöppel drauf. Ach, Kinders, ich sag's euch. War nervig. Deswegen, ihr seht's auch gleich. Ich muss meinen Tisch noch was höher machen, noch eine Stütze für den Tisch. Das seht ihr gleich, dass ich dann hier nach den Vieren hatte ich erstmal die Schnauze voll. Hab erstmal wieder was anderes gemacht kurz. Ah, das war schon ein bisschen nervig. Aber gut, ich finde, dafür sehen die Stühle, das sehen wir gleich vielleicht nochmal in komplett, oder ihr seht's ja jetzt auch schon wieder rum. Dafür sehen die Stühle ganz cool aus, finde ich. So moderne, weißt du, so moderne Stühle, wie man sie vielleicht in der Innenstadt antrifft. Ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt, aber solche Stühle habe ich schon mal gesehen. Glaube ich.
So, dann hier ein paar Bäumchen, hier kommen schon mal ein paar Pflänzchen hin. Und ja, sieht es auch schon ganz cool aus, finde ich, so von vorne. Wenn man da die Main Street entlang geht, klar, die Leute werden das Ding nicht nutzen, ist ja kein Weg drunter und man kann momentan noch keine Restaurants bauen. Aber es wäre cool, wenn das irgendwann mal möglich ist, wenn die Leute dann wirklich da hingehen und sich hinsetzen und ihren Hamburger essen oder so. Das fände ich ja echt ganz cool. Aber wollen wir mal sehen, ob das dann möglich ist demnächst. Darüber habe ich übrigens auch noch gar nichts gehört, von wegen Restaurants und Plaza und sowas, ob die das nutzen können. Das wäre echt nice. Übrigens gibt es auch Alpha 2, ich habe noch nicht alle Neuerungen gezeigt, es gibt auch bei den Besuchern selber Neuigkeiten, die halten zum Beispiel Händchen und ich glaube, sie freuen sich auch über andere Dinge, als noch in der Alpha 1 und so, das ist schon ganz cool. Und ja, jetzt ist es soweit eigentlich fertig, jetzt mache ich hier noch die restlichen blöden Sitze und dann ist das Restaurant und wie gesagt das gegenüberliegende Gebäude soweit, zumindest von der Front, von der Main Street aus fertig. Dann werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge vorne nochmal weitermachen. Da ist ja auch noch nicht fertig. Und mal gucken, wie es dann in der Main Street weitergeht. Irgendwann werde ich auf der anderen Seite wahrscheinlich das erste Karussell irgendwie adden. Vielleicht schon in der nächsten, weiß ich noch nicht, ob in der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Kann ich noch nicht sagen. Ist ja noch nicht in Produktion. Aber damit werde ich dann jetzt anfangen. Und übrigens, ja. Nee. Die Zeit läuft ab. Deswegen nicht übrigens, sondern ich sage Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Planet Coaster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne was dalassen. Wenn nein, auch gerne was dalassen. Bis dann. Tschüss, Leute.